Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zu einem kleinen Special, wieder mal Arbeitszeit, würde ich sagen. Ja, wir sind jetzt bei ISO. Ich weiß nicht, wenn ihr eine der letzten Folgen geguckt habt, dann wisst ihr, wer das ist. Ja, er macht jetzt gerade hier den ungefähren Umriss und wir werden dann den Keller ausheben. Ich bin mal gespannt. Ich komme natürlich nicht runter, weil er macht jetzt ungefähr die Höhe, wie hoch er das haben möchte. Und dann starten wir auch schon, sag ich mal, mit unserer Aufgabe, den Keller auszuheben. Er glaubt uns nicht, dass wir das in einem Tag schaffen. Deswegen dachte ich mir, werde ich das mal versuchen, so gut wie möglich aufzunehmen. Wir werden ja sehen. Oh nein, jetzt fehlt hier. Ja, soll er mal machen. Mir egal. Abbauen kann ich noch nichts, wie ihr seht. Da. Wir haben noch keine Rechte. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. So, wir gucken mal, ob er jetzt hier die richtige Höhe hat. Ja, also der Weg nach oben ist gut. Hier geht's auch, okay. So, wie viele Blöcke hat er denn jetzt hier ausgewählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also bis zu der Decke und hier unten hin müssen wir alles wegmachen. Bis zur Grenze. Das wird also ein starkes Stück, aber es ist machbar. Ganz klar, wir fangen von oben an und ja, dann starten wir natürlich hier, also wir gehen hier, wir machen uns hier seitlich eine Treppe und dann machen wir immer drei Blöcke weg, solange wir können, also bis zur Grenze und dann auch wieder zurück. Und dann kann es auch gleich losgehen, wenn er uns das Startsignal gibt, sage ich mal so. Na, geh doch hier rauf hier. Mann, Mann, Mann. So, ich muss mir auf jeden Fall merken, also er ist auch hier in Stadt 32. Hier hinten, seht ihr ja, da ist unser Häuschen. Da hinten. Und hier bei diesem Bäumchen mit dieser komischen süßen Mauer müssen wir dann arbeiten. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Wo ist der Kerl denn jetzt hin? Ich meine, der muss mir noch hier die Truhen hinstellen, damit ich da meinen ganzen Kram abliefern kann. Und ich muss noch das Werkzeug in einer bestimmten Kiste dann haben. Ich glaube noch nicht, dass wir Rechte haben. So, da sind die Truhen. Wieso macht er die jetzt echt hier unten hin? Jetzt nimmt er bestimmt. Ja, ich bin ja mal gespannt. So, hier sind unsere Kisten. Naja, das ist ein bisschen wenig. Ja, das ist natürlich sehr. Naja, okay, ich sag mal nix. Gut, dann soll er die mal füllen und dann fange ich gleich hier an. Und dann geht's auch. Da hat er noch 52 Truhen drin. Okay, kein Problem. Wir starten jetzt auch direkt einmal durch. Fackeln habe ich auch. Gut, hier ist die Grenze.
Dann gucken wir erstmal, wie weit wir da hinkommen. Ein paar Fackeln wären auch nicht schlecht. MSG, Izo. Futter brauchen wir nicht, denn wir wohnen ja quasi hier direkt um die Ecke. So, und mir fiel gerade ein, ich wollte ja oben starten. Allerdings werde ich gucken. Warte mal, hat der da auch eine Schippe reingehauen? Nein, hat er nicht. Meine Schippe ist leider gerade kaputt gegangen. Gut, okay, wir gehen erstmal bis zur Grenze da hinten durch. Und noch sehe ich was, aber gleich nicht mehr. Ich meine, Keller ausheben ist einfacher, beziehungsweise für mich angenehmer als verkleiden. Denn ich hatte gestern zwei Jobs, da musste ich einmal mit Birkenholz komplett verkleiden und einmal mit Ziegelsteinen. Also, ja. Oh. Ja, das ist ja toll, wenn man gleich mal so ein Loch hier hat. Das ist ja absolut öde. Na, der muss noch weg. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Weil auch wenn da die Grenze ist, können wir trotzdem runterfallen. Das ist natürlich doof. Aber da können wir jetzt nichts dran machen. So, ich werde hier jetzt gleich noch mal eine Fackel platzieren. So. Und da muss man halt hier aufpassen. Also das ist ja eh die Grenze. Wir könnten theoretisch, könnten wir das hier so zumachen. Da können wir auch nicht mehr reinfallen. Das wäre ganz gut. So, und ich mache jetzt hier weiter. Das Gute ist, manchmal darf man hier diese ganzen Erze und Dias und Kohle und was man nicht so alles findet, meistens behalten. Manchmal gibt es auch halb-halb, das habe ich auch schon gehabt. Ja. Also ist immer so eine Sache. Wenn man schnell ist, sind die Leute meistens nett. Wenn nicht, dann, naja, hatte ich bis jetzt noch nicht. Also ich bin eigentlich immer relativ schnell. Weil, ja, ich habe halt viel Zeit. So, und ich habe mich jetzt mit ihm geeinigt übrigens. Wir bekommen 6,5k, also SD, 6500, und er stellt uns das Werkzeug zur Verfügung. Alles mit Dia, also aus Diamanten, Dia-Werkzeug. Und ja... Ich finde das ein relativ gutes Angebot. So, ich wollte ja noch eine Fackel machen hier. So, ja. Ich hoffe, wir erreichen jetzt gleich mal irgendwann hier, ne? Ihr wisst schon, die Grenze, damit wir mal hier eine Leiter nach oben basteln können. Damit wir wissen, wie weit wir gehen können. Aber ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern. Und da klingelt mein Handy. Auch schon wieder so düster hier. Mamma mia. Da haben wir Erde. Scheiße. Die wollte ich jetzt so nicht abbauen. Oder was ist das? Ich brauche mal wieder Licht. Zack.
Und hier haben wir noch mal eine Höhle. Meine Güte, da hat er richtig, richtig was gefunden hier. So, die Erde baue ich so ab. Ich hoffe natürlich, dass er da auch ein paar Schaufeln reinlegt. Das werde ich gleich sehen. Schon wieder Erde. Nee, da wollte ich die Fackel eigentlich nicht platzieren, aber okay. So. Ja. Eigentlich nicht spannend, aber es gibt verdammt viel Geld. Wenn ihr also mal Interesse habt, schreit einfach nach einem Job, da gibt es genug. Oder fragt mich, ob ich gerade einen Job aufhabe, beziehungsweise am Machen bin. Ich teile gerne mit euch, das ist gar kein Problem. Dann teilen wir uns einfach die Arbeit und am Ende auch das Geld. Das ist gar kein Problem. Und jetzt brauchen wir mal wieder eine Fackel. Ja, der Raum ist ziemlich lang, wie ihr seht. Das wird also kein Spaziergang, das sage ich euch. Und wir gehen gerade nur einmal außenrum, ne? Das ist richtig lustig. Das wird interessant. So, hier haben wir schon wieder Erde. Okay. Fuck, ey. Ja, ich werde mal wieder eine Fackel setzen müssen hier, sonst sehe ich nichts. Ich gehe mal noch einen Block weiter. So. Gut, okay. Ja, 320, nee, doch 320 mal 200 Blöcke. Das ist also schon ein Riesengrundstück. Ich weiß nicht, ob ihr die erste Folge gesehen habt. Da hatte ich euch das Grundstück von Zorro gezeigt. So groß wie sein Grundstück ist. Ja, so groß, das heben wir gerade aus. Also es wird echt. Also ich meine, mir macht's Spaß. Es wird zwar nach einer Zeit langweilig, aber wenn man gute Musik laufen hat, dann geht das eigentlich. Ich werde euch nur zwischendurch halt zeigen, was ich so an Jobs mache. Und da ist die Spitzhacke kaputt. Und da haben wir auch noch eine Schaufel. Ich werde euch halt zwischendurch nur zeigen, was ich für Jobs habe und was ich so mache. Ja, weil, keine Ahnung, weil ich das einfach möchte. Und da höre ich meine Schafe. Oder irgendwie ein anderes Schafe. So, ja, Halleluja, wir haben die Grenze erreicht. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal bis hierhin und nicht weiter. So, jetzt baue ich mir hier so eine Treppe nach oben. So, und es sind sechs Blöcke nach oben gewesen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. Und ich glaube, ich bin schon ein zu weit hochgegangen. Ich denke, dass wir gehen jetzt einfach mal gucken. Ich meine, die Grenze haben wir ja schon mal erreicht. Das ist schon sehr gut. Hier sollte ich vielleicht noch mal eine Fackel hinsetzen, damit das nicht zu düster ist.
Ach, ein paar Schienen wären jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Ich sehe schon die Kisten. Halleluja. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal mein Inventar leeren. Alles, was wir nicht brauchen, tun wir dann natürlich rein. Er hat hier ja, ein paar Kohle, das ist gut. Holz hat er auch reingehauen, das ist sehr schön. Dann können wir nämlich damit unsere Fackel nachher machen. So, auf die Höhe möchte er. Wie viel Spitzhacken? Ich habe eine noch in Reserve. Das sollte eigentlich ausreichen. So, wir gucken mal. So, dann gehen wir auf die Höhe und machen dann zack, zack, erstmal so rundherum. Und schon wieder Eisen. Ja, das finde ich richtig cool. Er hätte mir auch eine Werkbank hinstellen können. Dann hätte ich mir Eisenwerkzeug machen können, wenn mein Dia-Werkzeug mal ausgehen sollte. Was ich natürlich nicht hoffe. Denn mit Dia geht das alles ein wenig schneller. Auf diese Höhe wollte er. Ja, und so werde ich mich jetzt durchbuddeln bis hinten hin. Ich muss halt gucken. Ich werde mal schnell zack und zack, damit ich die hier nicht aus Versehen abhaue. Denn so markiere ich dann quasi mal eben unsere Treppe. So. Gut, dann werden wir mal schnell was futtern. So, und das wird jetzt ein recht langes Video. Ich werde hier immer aufnehmen, wenn ich halt hier arbeite, ne? Ich wollte ja gucken, ob ich das schaffe. Mal schauen, mal schauen. So, das kann auch weg. Das brauchen wir hier nicht als Stütze. Ja, lalalala. Und hier haben wir auch schon die Grenze erreicht. Sehr schön. Dann machen wir das erstmal alles weg hier. So. Und zack, ist es auch schon gleich ein wenig heller. Finde ich super. Immer diese düstere Umgebung. Das ist gesundheitsschädend, ehrlich. So, und irgendwie kommt keine Musik mehr. Ich habe diesmal leider meine Musik nicht an. Ich denke, wir werden es überleben. Normalerweise müsste Minecraft-Musik kommen. Ich habe die Musik auf volle Lautstärke, aber wie ihr hört, hört ihr nichts. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das ist nicht so tragisch, denn die Aufnahme werde ich jetzt gleich eh beenden. Dann werde ich hier nämlich Pause machen und ein wenig was futtern gehen. Denn ich bin ein Mensch, ich laufe nicht per Sprit, ich bin kein Roboter. So. Ich werde jetzt noch zwei Reihen machen.
dann eine kleine Pause. Gut, dann sind wir jetzt hier durch. Und ich würde sagen, ich melde mich gleich zurück, wenn ich wieder vom Essen zurück bin. Also Freunde, bis gleich und nicht weglaufen, ne?